Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal sind wir nach unserem Kampf mit Saskia zunächst einmal hierher nach Lokomuin zurückgekehrt und haben dort das Massaker gesehen, das die Redania und der Orden der Flammenrose hier angerichtet haben. Und zwar, ja, weil Leto beim Kongress der Zauberer ausgesagt hatte, dass die Loge der Zauberinnen hinter den Königsmorden steckt, was ja, wie wir inzwischen wissen, auch teilweise stimmt, zumindest in Bezug auf Demavent. In Wirklichkeit steckt ja aber Nilfgaard hinter den Königsmorden. Nilfgaard wollte die nördlichen Könige töten, um so Unruhe zu stiften und den Norden auf die Invasion vorzubereiten. Und momentan, ja, überquert Nilfgaard wohl gerade die Yaruga, also die Grenze zum Norden, um den Norden wieder einmal anzugreifen und wieder unter der Flagge Nilfgaards zu vereinen. Allerdings haben wir dann noch von Jorvet gehört, dass Leto hier noch immer in Lokmuin sein soll und dass er sogar hier im Lager der Temeria auf uns wartet. Also sind wir zu ihm gegangen und haben eine Weile mit ihm geredet, haben von ihm nochmal den letzten Teil unserer Erinnerung erhalten, wodurch wir erfahren haben, was mit der wilden Jagd gewesen ist. Wir hatten die wilde Jagd eingeholt und wir konnten Yennefer retten, aber nur im Austausch gegen Geralts Seele selbst. Und wir haben damit auch wieder herausgefunden, wer die wilde Jagd überhaupt ist, nämlich niemand anders als Elfen aus einer anderen Dimension, denen es möglich ist, die Tore zwischen den Welten zu öffnen. Aber was die wilde Jagd nun genau hier eigentlich will und was sie von Geralts Seele wollte, das wissen wir noch immer nicht, aber das werden wir vielleicht bald noch herausfinden. Auf jeden Fall haben wir dann noch ein bisschen mit Leto geredet, der uns erzählt hat, dass er sich um Yennefer gekümmert hat, wie er dann vom kaiserlichen Geheimdienst geschnappt wurde, wie er die Königsmorde vorbereitet hat und so weiter und so fort. Und am Ende stand nur noch eine große Frage, und zwar: Wollen wir Leto jetzt für seine Taten büßen lassen? Wollen wir Leto hier und jetzt auf der Stelle töten, dafür, dass er die Könige getötet hat, dafür, dass er Nilfgaard geholfen hat und uns in diese prekären Lagen gebracht hat, in denen wir waren? Oder sagen wir, Leto soll gehen, er hat gesagt, er sah uns nie als seinen Feind an und er würde, ja, sich jetzt ein ruhiges Leben in Nilfgaard machen und wir würden ihn nie wiedersehen, wenn wir nicht zu weit nach Süden kämen. Tja. Ihr habt euch entschieden. Und die Entscheidung fiel darauf, dass wir Leto gehen lassen. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Meine Erinnerungen kommen wieder. Dein Tod würde nichts ändern. Geh deiner Wege. So einfach? Keine Drohungen? Keine Lebensweisheiten? Du willst gar nicht gehen? Leb wohl, Geralt. Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Er war aufrechten Leuten begegnet und Verkommenen. Bernard Loredo gehörte zu den Letzteren. Bald darauf verkaufte Loredo Flotsam an Kettwin und verstreute die Anderlinge in alle vier Winde. Flotsam wurde zum Armeestützpunkt, die Zivilbevölkerung siedelte man um.
In Edirne wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontartal als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirne gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träumer und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Foltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Temerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten. Auf dem Gipfel in Lokmuin wurde das Schicksal von Foltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Kettwen es zwischen sich aufteilten. Das Unwetter, das bald den Norden heimsuchte, war zumindest teilweise das Werk manipulativer Zauberer. Es schien, dass sie am meisten vom Chaos in Temerien, Edirne und Kettwen profitierten. Das gemeine Volk wendete sich gegen Zauberinnen und alle magischen Monstrositäten, einschließlich Hexer. Burgen, in denen Experten der magischen Künste bislang willkommen gewesen waren, verschlossen die Tore vor allen, die Hilfe suchten. Eine Hexenjagd begann. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Sultan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen, und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva. Die Welt, wie wir sie kennen, ist am Ende. Doch bleibt die Vergangenheit der Schlüssel zur Zukunft. Ja, und das war's dann jetzt auch mit Let's Play
The Witcher 2. Nochmal ein, ja, ziemlich starkes Ende, wie ich sagen muss. Wir haben gesehen, wie die Nilfgaarder die Yharuga überqueren und die Invasion in den Norden starten. Ein weiteres Mal versucht also Emhyr Fa Emhraiz, ja, den Norden unter seiner Flagge zu Nilfgaard hinzuzufügen. Und diesmal auch mit einem ziemlich hinterhältigen Plan, wenn man das so sagen möchte, indem er erst die ganzen Könige ausschalten lässt und dann, ja, den Norden erst angreift. Aber die Frage ist natürlich, ob er, ja, den Norden einnehmen kann oder ob der Norden ihm trotz alledem noch genug entgegensetzen kann, ist die Frage, werden wir dann wahrscheinlich in The Witcher 3 sehen. Geralt hat es ja erwähnt, Unglück schweißt zusammen, das heißt am Ende hat M hier vielleicht Pech und der Norden kann ihn trotz alledem zurückschlagen, aber wie gesagt, das werden wir dann erst in The Witcher 3 erfahren. Ebenso werden wir erst in The Witcher 3 erfahren, ob die Suche nach Yennefer glücken wird, denn ja, das nächste Ziel von Geralt ist ja jetzt ziemlich klar, es geht auf nach Nilfgaard, tief ins Herzen von Nilfgaard, um dort Yennefer zu finden, die ja laut Leto dort immer noch sein soll. Aber auch da, ob er Yennefer finden kann und was dann aus den beiden noch wird, das werden wir dann wahrscheinlich erst in The Witcher 3 erfahren. Ebenso auch, was nun noch genau mit der wilden Jagd ist, welche Geheimnisse hinter der wilden Jagd stecken und so weiter und so fort. All das wird dann hoffentlich in The Witcher 3 geklärt und ich hoffe, das wird auch einen ordentlichen Abschluss der Trilogie geben. Aber bevor ich jetzt noch weiter und dann auch anfange, über das eigentliche Spiel zu reden, will ich hier an der Stelle nur ganz kurz was erwähnen. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja drei verschiedene Wege quasi gemacht. Und da ich jetzt aber weiß, dass die Credits ziemlich lang sein werden, habe ich keine Lust, für jeden der drei Wege jetzt eine eigene Abmoderation in den Credits zu machen. Dementsprechend sage ich mal hier an der Stelle, ich werde die Credits nur einmal machen und dann dementsprechend dahinter schneiden. Also kann es jetzt natürlich auch passieren, dass von allen möglichen Wegen irgendwelche Spoiler mit drin sein werden. Das heißt also, wenn ihr die anderen Wege noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das jetzt hier nicht weiter gucken, sondern euch erst die anderen Wege angucken. Denn wie gesagt, es könnten Spoiler auftreten. Gut, aber nachdem das jetzt gesagt ist, kann ich jetzt, denke ich mal, auch mit der Bewertung, sag ich mal, von The Witcher 2 anfangen. The Witcher 2. Ein in meinen Augen ziemlich geniales Spiel. Also, klar, es ist nicht perfekt, aber welches Spiel ist heutzutage schon perfekt? Ach, okay, ich dachte schon, wäre schon zu Ende, wollte schon sagen. Hätte mich jetzt aber doch gewundert. Nein, wie gesagt, welches Spiel ist heutzutage perfekt? Aber wir fangen mal ganz am Anfang, denke ich, mit der Story an. Also, ich denke, ich sag auch gleich mal noch ein bisschen was über The Witcher. Das kam ja damals ein bisschen kürzer. Da kann ich vielleicht damals noch was sagen, dazu noch ein bisschen was sagen. Und zwar, also die Story, meiner Meinung nach, genial von beiden Spielen. Fügt sich auch, wie ich es damals schon bei The Witcher 1 gesagt habe, unglaublich gut in die Buchreihe ein von Sapkowski. Also, falls jemand die Buchreihe noch nicht gelesen hat, sie ist auch vollständig in Deutsch übersetzt. Ist ja von einem eigentlich polnischen Autor, vollständig in Deutsch übersetzt. Von, wie gesagt, Sapkowski. Eine ziemlich gute Buchreihe, hat ein bisschen, muss man natürlich zugeben, einen ganz eigenen Stil, die Sachen zu erzählen. Der ist nicht immer einfach zu lesen, das gebe ich zu, aber ansonsten eine wirklich schöne Buchreihe. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, gerade wenn man jetzt auch die Spiele kennt, dann... Es gibt immer wieder Anspielungen eben darauf. Ich habe ja auch ein bisschen versucht, die Hintergründe da, oder beziehungsweise ja, die Hintergrundinformationen ein bisschen rüberzubringen, wenn sie wichtig waren. Allerdings habe ich natürlich lange nicht alle Hintergrundinformationen perfekt rüberbringen können. Also von daher wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr die Bücher durchlässt. Zumal ich ja jetzt auch am Endeffekt immer noch nicht sicher bin, hat Geralt jetzt seine komplette Erinnerung zurück oder nicht? Das ist zum Beispiel gleich mal ein Kritikpunkt, den man anmerken muss. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat Geralt jetzt seine komplette Erinnerung zurück oder nicht? Es wäre an irgendeiner Stelle mal sinnvoll gewesen, das wirklich konkret zu sagen, Geralt hat jetzt auch alle Erinnerungen von vor seinem Tod wieder zurück, weil ich erinnere nur noch mal ganz klar daran, beim ersten Erinnerungsflashback wurde extra gesagt, er kann sich nur an seinen Tod erinnern und er hat alles nur von Triss erfahren. Also sie hat ihm dann seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Deswegen will ich an der Stelle nur nochmal sagen, es wäre vielleicht schön gewesen, das zu wissen, ob Geralt jetzt seine komplette Erinnerung zurück hat oder nicht. Für mich als Spieler wäre das schon mal interessant, aber gut, ich schweife schon wieder ab. Was ich noch sagen wollte, ich weiß ja jetzt natürlich nicht, wie
wichtig die Hintergrundgeschichte in The Witcher 3 wird. Und ich weiß natürlich auch nicht, wann ich das Let's Play machen werde und wie viele von euch die Bücher gelesen haben werden. Aber ich hatte mir überlegt, dass ich es eventuell so mache, vor dem Let's Play zu The Witcher 3 so einen kleinen, ja, Story-Überblick über die Bücher zu geben. Also es wird dann natürlich keine perfekte Zusammenfassung. Es wird dann die gröbste Zusammenfassung, wie es werden kann. Wird wahrscheinlich trotzdem so eine Stunde dauern. Aber dass ihr halt die wichtigsten Informationen der Story habt, je nachdem, also das wird sich dann vor allem auch daran festmachen, ob man jetzt für das Spielen die Hintergrundinformationen wirklich braucht oder ob es reicht, dass ich wieder so die Hintergrundinformationen gebe, so wie ich es jetzt hier in The Witcher 2 gemacht habe. Da werde ich dann gucken. Wie gesagt, ich wurde ja schon öfter gefragt, ob ich auch The Witcher 3 Let's Play, ja, werde ich machen. Allerdings noch nicht sofort, wenn es rauskommt, sondern ich werde warten, bis ich das Spiel einmal durchgespielt habe, dann werde ich warten, bis die ganzen Bugs gefixt sind, weil bei so einem großen Spiel kann mir keiner erzählen, dass das bugfrei auf den Markt kommen wird. Also, es ist ja jetzt schon ein bisschen verschoben worden auf den Mai. Aber so wie ich CD Projekt Red kenne, und klar, das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt, auch wenn sie natürlich großartige Spiele machen, aber so wie ich sie kenne, wird das Spiel nicht perfekt auf den Markt kommen. Wir haben es bei The Witcher und bei The Witcher 2 gesehen, da kam halt dann ein Jahr später ungefähr immer noch die Enhanced Edition, die das Spiel nochmal ordentlich aufgewertet hat. Und ich denke, ich werde dann warten, bis halt dann wirklich alle DLCs und alle Patches drin sind, ich das Spiel selbst ordentlich durchgespielt habe, damit ich eben auch weiß, lohnt es sich jetzt Nebenquests unbedingt zu machen, lohnt es sich die Nebenquests jetzt nicht so zwingend zu machen. Also wenn jetzt dass zum Beispiel nur irgendwelche Töten-Nebenquests sind, würde ich die wahrscheinlich einfach weglassen, da bei so einer großen Welt wir genug zu tun haben werden. Also das ist dann sowas, damit das Let's Play dann eben nicht 200 Parts oder irgendwie lang wird, damit man auch der Story noch ordentlich folgen kann. Denn ich denke, das, was wirklich am interessantesten an The Witcher 3 wird, ist auch irgendwo die Story. Und die möchte ich dann natürlich so perfekt rüberbringen, wie nur irgend möglich, damit man dann eben alles über die wilde Jagd erfährt, alles über, ja, alle möglichen anderen Personen. Ich will mal jetzt noch gar keine Namen erwähnen, aber ich denke, wer ein paar Trailer gesehen hat und wer meine Let's Plays ordentlich geschaut hat, der wird wissen, um welche Personen es in The Witcher 3 so ungefähr gehen wird. Also es gab ja jetzt inzwischen schon eine ganze Menge Trailer und die sind auch alle sehr gut gemacht. Wenn das Spiel nur halb so gut wird, wie die Trailer sind, dann wird es das beste Spiel 2015, das kann ich jetzt schon sagen, aber wie gesagt, wir werden sehen. Wie gesagt, das Let's Play kommt dann wahrscheinlich erst irgendwann im Jahr 2016. Ich denke nicht, dass ich es schon 2015 machen werde. Wie gesagt, ich möchte da erst auf die ganzen DLCs dann noch warten, damit dann auch alle Bugs gefixt sind und wir auch wirklich die komplette Story erleben können, weil die Enhanced Editions bringen wirklich immer noch eine ganze Menge rein und ich muss an der Stelle auch mal CD Projekt Red loben. Also man könnte jetzt sagen, es ist natürlich ein bisschen scheiße, dass sie immer unfertige Spiele auf den Markt bringen, aber sie nutzen dann eben die Einnahmen, die sie aus diesen unfertigen, wobei ich muss auch sagen, The Witcher 2 in der unfertigen Version, wie gesagt, alles in Anführungsstrichen, ist ja trotzdem ein geniales Spiel gewesen. Die Enhanced Edition hat es an einigen Stellen nochmal verbessert und hat zum Beispiel so Sachen eingefügt wie, also jetzt bei The Witcher 1 hatte ich es ja schon erwähnt, da wurden nochmal komplett neu die Dialoge aufgenommen und alles, aber in The Witcher 2 wurde eben die Nebenquests mit Brigida und die Nebenquests mit Cynthia in Loch Muin, die wurden neu hinzugefügt, die gab es eigentlich nicht. Dann diese Zwischenszenen, also hier diese Zwischenmonologe von Rittersporn von einem Akt in den nächsten, die wurden auch dazu hinzugefügt. Ich meine, die waren jetzt nicht zwingend notwendig, also die haben mir jetzt nicht in dem Spiel gefehlt vorher, aber die sind eine schöne Zugabe gewesen, denke ich dann, dass das Ende nochmal so monologisiert wird von Rittersporn, ist auch neu, genauso wie, ja, die Invasion von Nilfgaard, also nicht die Invasion selbst, die war schon vorher natürlich drin, aber die kleine Szene mit der Invasion Nilfgaards, genauso wie das CGI-Intro, das ist auch neu. Aber wie gesagt, insgesamt, also uns wurden noch ein paar kleine andere Sachen im Gameplay verändert, die gar nicht schlecht waren. Zum Beispiel wurde ja gesagt, dass man nicht mehr ganz so viel Schaden macht, wenn man nicht mehr volle Ausdauer hat und alles so Kleinigkeiten. Also da wurde eben was verändert, wo ich sage, dass es gut war, dass ich das Spiel nicht zu Release Let's Played habe, weil es ist halt wirklich besser, bei CD Projekt Red ein bisschen zu warten. Es klingt ein bisschen gemein, aber sie kriegen es einfach nicht hin, das Spiel perfekt auf, also für sie perfekt auf den Markt zu bringen. Und dementsprechend
habe ich mich dann auch entschieden, The Witcher 3 erstmal selbst zu spielen und dann für euch dann vollständig zu Let's Playen irgendwann. Aber ich bin jetzt schon ziemlich vom eigentlichen Thema abgerückt. Ich wollte ja eigentlich über The Witcher 2 reden, ne? Und zwar angefangen bei der Story. Und zwar, also jetzt zur Story, wie gesagt, The Witcher 1, The Witcher 2 fügen sich unglaublich gut in die Buchreihe mit ein. Sind beide sehr, sehr spannend. The Witcher 1 hat ja mehr so die Story über Geralt selbst, während The Witcher 2 mehr so eine politische Story hat. Sind aber beide richtig gut gemacht und auch diese politische Seite der Story finde ich sehr, sehr gut. Also, wie viele Intrigen und wie viele Verrate es eigentlich in diesem Spiel gegeben hat, ist der Hammer. Man konnte ja eigentlich kaum jemanden trauen am Ende, also eigentlich Saskia. Saskia war irgendwie die Einzige, der man noch wirklich trauen konnte. Die anderen konntest du nie sagen, verrät er dich nun am Ende doch noch oder nicht? Du konntest jetzt bei keinem wirklich sagen, der ist auf deiner Seite. Also gut, Roche und Jorvet waren am Ende mehr oder minder und Triss natürlich auch auf deiner Seite. Aber ansonsten wusste man nicht, wem man hier eigentlich trauen konnte. Genauso Radovid. Ich kann immer noch nicht genau sagen, welches Spiel der eigentlich spielt. Der ist ein unglaublich guter Charakter in The Witcher 2, finde ich. Der ist total undurchsichtig. Man weiß überhaupt nicht, was der eigentlich will. Und dann kommt der mit seinem Orden der Flammenrose und allem drum und dran. Also dahingehend wirklich gut gemacht, kann man nichts sagen. Allerdings muss ich auch schon bei der Story sagen, dass es ein paar kleinere Probleme gibt. Und zwar fangen wir mal an mit den Jahreszahlen. Das hatte ich ja damals bei meiner kleinen Vorstellung der Welt von The Witcher ein bisschen erwähnt. Die Jahreszahlen passen irgendwie nicht so ganz mit den geschichtlichen Fakten. Also es wird ja immer wieder gesagt, dass die Schlacht von Brenna 1268 war, der Frieden von Sintra war ja auch 1268, hat uns ja Roche einmal erzählt. Genauso wie dann der Tod von Geralt, haben wir ja in der Erinnerung erfahren. Und dann wird eben gesagt, dass ja die Schlacht von Brenna 5 in The Witcher 1 beziehungsweise 6 Jahre in The Witcher 2 her ist. Und ja, das heißt, es müsste eigentlich 1273 in The Witcher 1 und 1274 in The Witcher 2 sein. Aber in The Witcher 1 wird gesagt, es ist 1270 und in The Witcher 2 1271. Was halt so gar nicht stimmen kann. Oder was, 1271 und 72 ist ja auch prinzipiell egal. Ich glaube, 1272 war jetzt Witcher 3, wo Witcher 3 spielen soll. Also 1270 und 1271. Auf jeden Fall passt das mit den Jahreszahlen nicht so ganz zusammen, was ich halt traurig finde, aber man kann gerade so drüber hinwegsehen, denke ich, ne? Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber es ist halt trotzdem so ein kleiner Knick in der eigentlich sonst gelungenen Story. Und was auch noch so ein kleiner Knick in der eigentlich sonst gelungenen Story ist, ist ja die Erinnerung von Geralt. Also es gibt eine Erinnerung von Geralt, bei der er erzählt, wie er die wilde Jagd verfolgt, falls ihr euch erinnert. Und da erzählt er, wie er durch so verschiedene Orte kommt oder verschiedene Orte bereist. Am Anfang ist er halt in einem Dorf, in einem Dorf in Sintra namens Kaltwasser und so weiter und so fort. Und die Sache ist einfach, ja, diese Orte ergeben in der Reihenfolge, wie sie da aufgezählt werden, auch keinerlei Sinn, weil er sagt halt, er ist erst in Kaltwasser in Sintra und überquert danach erst die Yharuga, aber sagt gleichzeitig auch, dass er immer weiter nach Süden reist. Das kann irgendwo nicht funktionieren. Die Yharuga ist nördlich von Sintra und ja, danach ist er ja auch irgendwann im Amush-Gebirge, welches wiederum südlich von der Yharuga ist. Also müsste er irgendwie die Yharuga überqueren nach Norden, dann wieder die Yharuga nach Süden überqueren, damit das Ganze irgendwie passt. Und da merkt man dann auch, die Karte entwickelt haben, sind ein scheinbar unabhängiges Team, mehr oder minder von denen, die diese Rückblenden entwickelt haben. Oder da wurde einfach nicht genau drauf geachtet, was ich halt unglaublich schade finde. Es ist halt auch so ein Knick in einer eigentlich guten Story. Aber man kann es halt leider nicht ändern, ne? Was ich aber wiederum an der Story super gut fand, sind die Entscheidungen gewesen, auch wenn es nicht ganz so viele waren wie in The Witcher 1, aber generell muss man ja auch sagen, dass die Story in The Witcher 2 deutlich kürzer war als die von The Witcher 1. Aber es gab dafür halt eine richtig große Entscheidung, bei der man sich eben entscheiden musste zwischen Jorvet und Roche und wo man dann zwei zwar ähnliche, aber doch von Grund auf unterschiedliche Geschichten erlebt hat. Also ich muss sagen, ich war damals wirklich überrascht, als dann die Entscheidung eine so große Auswirkung hatte. Ich hatte halt wirklich erst gedacht, na, das ist dann, du kämpfst halt entweder auf der einen Seite für die mit oder auf der anderen Seite. Aber nee, das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten, die vollkommen für sich stehen können. Also es ist nicht eine Geschichte einfach nur aufgesplittet in zwei Fraktionen, sondern es sind wirklich zwei in sich geschlossene Geschichten. Und das finde ich unglaublich gut. Fand ich auch unglaublich gut gemacht.
So gehört sich das, wenn man zwei unterschiedliche Wege gibt. Und auch die restlichen Entscheidungen, die man treffen kann, die sind zwar, wie gesagt, es gibt zwar nicht so viele, aber es sind halt wirklich keine einfachen Entscheidungen teilweise. Also sie verlangen von einem wirklich kurz in sich zu gehen und zu überlegen, was man eigentlich machen will. Nehmen wir doch zum Beispiel, das ist so das Beispiel, was ich immer am liebsten nehme, König Henselt. Wir mussten uns ja entscheiden, lassen wir ihn jetzt leben oder überlassen wir ihn wirklich Roche, damit er ihn umbringen kann. Und als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war das wirklich eine harte Entscheidung, da zu entscheiden, weil auf der einen Seite, man hat Henselt hassen gelernt, so richtig hassen gelernt. Aber auf der anderen Seite, kann man einfach so einen König töten? Kann man einfach zu dem werden, was man jagt? Weil man jagt die Königsmörder, weil man den Ruf des Königsmörders loswerden will und am Ende wird man dann doch selbst zum Königsmörder. Ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist dann doch irgendwie seltsam, aber naja, gut. Ja, und ich find's auch gut, dass die Entscheidungen halt auch wirklich Auswirkungen haben, dass man halt am Ende wirklich unterschiedliche Enden bekommt. Wir haben ja jetzt drei verschiedene gehört, es gibt natürlich theoretisch noch mehr unterschiedliche Möglichkeiten. Man hätte ja Roche nicht Redanien übergeben können, sondern Temerien. Man hätte Henselt nicht zwingend töten müssen und so weiter und so fort. Wir hätten auf Roches Seite noch Triss befreien können. Gibt auch noch ein leicht unterschiedliches Ende, aber ich würde sagen, diejenigen, die das interessiert, die können sich das Spiel selbst kaufen. Das ist momentan so billig auf Steam, es ist, glaube ich, für unter 10 Euro zu haben, da macht keiner was verkehrt. Ich glaube, für 10 Euro das Spiel ist eins der besten Angebote, das ihr haben könnt. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, zu den Enden, da wollte ich eigentlich euch mal fragen, und zwar, welches Ende fandet ihr jetzt eigentlich am besten? Und das ist nämlich auch so eine Sache, die finde ich bei The Witcher 2 unglaublich gut gemacht und auch bei The Witcher 1 teilweise, dass die Entscheidungen nie so wirklich so eine gut und böse Entscheidung sind. Also selbst wenn man am Ende die Auswirkungen von den Entscheidungen kennt, kann man nicht so wirklich sagen, das ist jetzt die Entscheidung, die wirklich die richtige Entscheidung war und das ist die falsche. Es gibt immer irgendwie positive Punkte der Entscheidung und negative Punkte der Entscheidung und am Ende muss man eigentlich damit leben. Also es ist wirklich nicht wie, auch muss ich auch sagen, in anderen Rollenspielen, wo du halt dann wirklich hast, entweder du entscheidest dich jetzt für das Gut, dass du gut spielst, oder du entscheidest dich, dass du richtig böse spielst. Es gibt hier kein richtiges Gut und Böse, man muss sich halt immer entscheiden und am Ende damit leben, mit den Konsequenzen. Nur um dann vielleicht irgendwann zu merken, wenn man sich anders entscheidet, hat man genauso scheiß Konsequenzen und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut gemacht in The Witcher, dass es halt wirklich nicht so schwarz-weiß ist und dass es halt wirklich nicht die richtige und nicht die falsche Entscheidung gibt. Also, wenn mich jetzt einer fragen würde, beispielsweise, welches Ende fände ich am besten? Ich glaube, ich könnte es nicht wirklich sagen, weil es sind alle Enden irgendwie, ja, keins der Enden ist irgendwie perfekt. Alle Enden haben irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack in sich, muss ich sagen. Und das ist das, was mir aber auch irgendwie an The Witcher 2 gefällt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist das Ende, was ich für richtig halte. Es gibt kein richtiges Ende, meiner Meinung nach. Ja, deswegen, mich würde mal interessieren, ob ihr ein Ende habt, das euch am liebsten gefällt. Aber, also ich habe keins. Würde mich mal wirklich interessieren, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. An sich aber ansonsten die Entscheidungen halt dementsprechend mega, wie gesagt, weil es eben nicht die gut und böse Entscheidung gibt. Es gibt nur eine Entscheidung und die muss ich sagen, die finde ich extrem seltsam in diesem Spiel. Und zwar ist das die Entscheidung, dass man, wenn man mit auf Jorvets Weg ist, kommt man ja dann an diesen Punkt, wo die Elfen in dem Turm verbrannt werden, die Elfinnen. Und Geralt geht dann von Bord, um eben die Elfinnen zu retten. Allerdings könnte man dann theoretisch auch einfach Bernhard Loredo hinterherrennen und ihn töten und die Elfinnen links liegen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe euch da die Entscheidung auch, das war die einzige Entscheidung, die ich euch nicht überlassen habe, weil ich finde, das passt überhaupt nicht zum Charakter von Geralt. Er geht von diesem Schiff runter, ich glaube sogar noch mit einem Satz, dass er die Elfinnen retten möchte, um dann Bernhard Loredo zu verfolgen und die Elfinnen verbrennen zu lassen. Ach komm, das ist wirklich eine echt seltsame Entscheidung. Klar, es ist möglich, aber das ist wirklich die Entscheidung, die ich nie verstanden habe, warum die überhaupt existiert. Weil die kann ich persönlich nicht verstehen, auch wenn ich wahrscheinlich verstehen würde, wie manche von euch das toll gefunden hätten, wenn wir Bernhard Loredo da erledigt hätten. Aber, naja. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach keine Entscheidung, die eigentlich jemand treffen würde. Es passt überhaupt nicht zu dem Charakter, finde ich. Generell, was mir gerade noch so einfällt,
Generell ist ja eigentlich gar nicht so, dass es weniger Entscheidungen gab als in The Witcher, fällt mir gerade ein. Und zwar, es gab ja eigentlich doch relativ viele Entscheidungen, allerdings gab es die vor allem in den Nebenquests, ne? Es gab relativ viele Entscheidungen in den Nebenquests, wo man eben entscheiden musste, ja, ist man nun auf, beispielsweise in dem Irrenhaus, liefert man dem Geist die beiden Typen aus oder hilft man den beiden Typen gegen den Geist? Und ich hatte ja, also ich hätte euch dann natürlich jedes Mal fragen können, was wir machen wollen, aber ich hatte da ja irgendwie am Anfang des Projektes eine Umfrage gemacht, ob ihr da wirklich jedes Mal eine Frage haben wollt. Und es wurde gesagt, ich soll mich dann einfach selbst entscheiden, weil sonst wären wir auch, glaube ich, nie mit dem Projekt fertig geworden, wenn ich da jedes Mal gefragt hätte. Zumal es ja auch, wie gesagt, keinen großen Impuls auf die Story gehabt hätte. So gut wie gar keinen. Von daher können wir das mal so im Raum stehen lassen. Also es gibt viele Entscheidungen, aber eben hauptsächlich auf Nebenquests. Aber naja, gut, ist ja auch nicht so schlimm. Gut, dann erstmal genug zur Story gesagt, denke ich. Kommen wir mal zum Gameplay, zum Eigentlichen. Und da muss ich ja auch sagen, also wenn wir nochmal auf The Witcher zurückkommen, da war das Gameplay, also beziehungsweise da ist ja so, dass viele das Gameplay nicht so mochten, was ich auch irgendwo verstehen kann. Es ist ein etwas seltsames Gameplay mit diesem, dass man eben nur im richtigen Moment die Taste drücken muss, damit Geralt angreift. Kann ich irgendwo verstehen, dass manche das nicht mögen. Allerdings, ja, also ich fand's jetzt nicht so schlimm. Habe ich, glaube ich, auch damals im Ende von The Witcher 1 gesagt. Ich fand's jetzt nicht so schlimm, aber in The Witcher 2 wurde es ja jetzt verändert. Da musste man ein bisschen mehr machen. Allerdings muss man da auch leider sagen, dass eine Sache etwas zu mächtig war und das war meiner Meinung nach die Ausweichrolle. Die könnte man ja theoretisch sogar noch skillen, das habe ich extra nicht gemacht, weil sie dann noch mächtiger gewesen wäre. Da kann man nämlich skillen, dass man noch weiter ausweichen kann, also dass man doppelt so weit springen kann. Und die Sache ist eben, also gerade wenn man dunkel spielt, merkt man das. Es wird ja oft, also ich höre immer oft, wenn Leute sagen, hier, wenn man dunkel spielt, dann muss man lernen, alle möglichen Sachen, Magie, Bomben, Fallen, sinnvoll miteinander zu kombinieren, um die Gegner loszuwerden. Und ich sage euch ganz ehrlich, nein. Wenn ihr dunkel spielt, braucht ihr einfach bloß, wenn ihr eine Horde von Gegnern habt, greift ihr einmal mit dem schnellen Kampfstil an, rein, rollt euch dann wieder weg, greift wieder an, rollt euch wieder weg, greift wieder an. Die Ausweichrolle ist einfach viel zu overpowered. Man kann theoretisch so viel nur mit der Ausweichrolle machen und das finde ich dann doch schon wieder ein bisschen schade. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade, aber ich habe ja schon gesehen, in The Witcher 3 wird das ein bisschen anders sein. Es gibt nicht mehr die Rolle, es gibt einen Ausweichschritt und der ist auch noch an die Ausdauer gebunden. Was ich persönlich gut finde, da kann man eben nicht so viel ausweichen, da muss man dann eben gucken, wann es sich wirklich lohnt auszuweichen und muss dann wirklich gucken, wie man das mit der Magie macht. Zum Skillsystem, relativ einfach gehalten, muss man natürlich sagen, ja, man hat diese drei Skillbäume für welche und man entscheidet sich für einen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Alchemiebaum hat mich irgendwie nie so richtig gereizt, weil das mit den Tränken irgendwie seltsam gemacht ist, denn ja, man muss die Tränke ja vor einem Kampf einnehmen, aber oftmals weiß man ja, wenn man die Story zum ersten Mal spielt, gar nicht, wann der Kampf nun eigentlich genau losgeht. Und dann ist dann immer noch die Sache, wenn man die Tränke vor dem Kampf einnimmt, kann es teilweise passieren, dass die Cutscene so lange ist, dass die Tränke schon wieder die Hälfte ihrer Wirkung verloren haben. Das ist alles ein bisschen suboptimal gemacht, da fand ich das in The Witcher besser. Also ich meine, ich verstehe, klar, er nimmt da giftige Substanzen zu sich, deswegen ist das sinnvoller, dass er das in der Meditation macht. Aber wie gesagt, es ist halt unglaublich blöd, wenn man wenn man in den Kampf reingeworfen wird und dann keinen Trank mehr einnehmen kann. Ist halt nicht ganz so geil gemacht, wie ich finde. Und vor allem halt, dass die Tränke dann ihre Wirkung in der Cutscene teilweise verlieren. Also es gibt theoretisch eine Mod, da kann man erreichen, dass die Tränke theoretisch Stunden gehen. Aber das fände ich, da hätte ich dann auch irgendwie langweilig gefunden, weil dann braucht man auch keine Tränke mehr. Dann hat man die ja fast immer drin. Aber naja, gut. Wie gesagt, das ist noch so ein Kritikpunkt. Was ich aber an dem Skillsystem an sich ganz gut finde, ist, dass das Magiesystem nicht mehr ganz so overpowered ist wie früher, also wie in The Witcher 1. The Witcher 1 hat ja auch dieses Problem, dass wenn man Art oder Igni geskillt hat, also von den beiden weiß ich es, weiß nicht, ob es noch ein anderes gibt. Ich glaube, Axie ist auch ziemlich OP gewesen in The Witcher 1. Wenn man die geskillt hatte voll, dann hatte man eigentlich keine großen Probleme mehr im Kampf. Das ist in The Witcher 2 nicht mehr ganz so schlimm, wobei man eigentlich auch in The Witcher 2 sagen muss, dass man, wenn man weit genug geskillt hat, relativ overpowered in allen möglichen Bereichen ist. Lediglich die Bosskämpfe sind dann noch ein bisschen schwerer, ne?
Ja, was ich dann noch sagen wollte, es gibt ja diese Finishing-Moves, die ich ja auch geskillt hatte. Die finde ich an sich ganz geil gemacht. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass dann teilweise die Umgebung ja so aussieht, als würden die Gegner nur zugucken, die restlichen Gegner, die jetzt halt nicht in dem Finishing-Move mit eingebracht sind. Das ist halt auch wieder ein bisschen schade. Was ich an dem Skillsystem aber generell noch ganz gut fand, ist, es gibt nicht nur das aktive Skillsystem, das ihr jetzt gesehen habt, es gibt noch so eine Art passives Skillsystem. Und zwar kriegt man, wenn man bestimmte Aktionen durchführt, bestimmte Fertigkeiten, vielleicht habt ihr das mal ab und zu gelernt, da gibt es dann so Fähigkeit erhalten oder so, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Fähigkeit erhalten. Beispielsweise, damals, als wir auf der Jorwitz-Seite, konnten wir uns ja entscheiden, entweder wir gehen um in Hänsels oder beziehungsweise um ins Lager der Nilfgaarder zu kommen. Entweder wir gehen durch den Puff oder wir schleichen uns durch das Lager der Kettwener. Ich habe mich damals dafür entschieden, durch das Lager der Kettwener zu schleichen. Und dafür gab es halt, glaube ich, die Fähigkeit Lautlosigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was die genau macht, aber dadurch wird man eben auch mit der Zeit stärker und das merkt man dann auch. Oder beispielsweise dadurch, dass ihr euch damals entschieden habt, dass wir Arjan am Leben lassen, mussten wir ja mit ihm aus dem Kerker fliehen, mussten ihn stützen und haben dadurch die Fähigkeit bekommen, starker Rücken, was uns das ganze Spiel eine höhere Traglast von 50 ermöglicht hat. Dadurch hatten wir halt ein Tragelimit von 300 Kilogramm, sag ich jetzt einfach mal, anstatt von bloß 250. Das war halt auch relativ, das sind halt so dieses passive Skillsystems, finde ich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht gemacht. Was ich noch ein bisschen kritisieren möchte, ist ein bisschen der Dunkelmodus. Und zwar, ich hatte kurzzeitig überlegt, den Dunkelmodus als Let's Play zu machen. Allerdings war, weil eben in dem Dunkelmodus zusätzliche Items gibt. Es gibt zwei Schwerter jeweils zusätzlich pro Akt und ein ganzes Rüstungsset bestehend aus Rüstung, Handschuhen, Schuhen und Hose. Und es ist halt so, wenn man die Schwerter hat, aber nicht die passende, die komplette Rüstung dazu, dann ziehen einem die Schwerter die ganze Zeit Leben ab. Das Ding ist bloß, diese Sets, die findet man nicht irgendwie oder muss irgendwas Sinnvolles dafür machen, sondern man muss einfach die Schemata kaufen und dann die Dinger herstellen lassen. Und das fand ich dann irgendwie langweilig, zumal es dann hauptsächlich noch darum gegangen wäre, Geld dafür zusammenzutreiben, um die Schemata zu kaufen und die Dinger herzustellen. Da hätte man aber auch teilweise einfach Arm drücken können oder sowas. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass das so ist. Und dann, ja, denke ich, bin ich soweit fertig. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, wie ihr das Let's Play fandet. Ich denke, es war an manchen Stellen ein bisschen seltsam, dass ich Sachen doppelt erklärt habe. Das war, denke ich, nicht ganz so sinnvoll. Es lag aber einfach daran, wie ihr gemerkt habt, ich habe halt beide Wege gemacht. Und im Gegensatz zu halt anderen Let's Playern habe ich die Wege nicht in eine Playlist gehauen, sondern für jeden Weg eine eigene Playlist gemacht. Weil ich denke, wenn später jemand die Playlist gucken möchte, dann ist es für den einfacher, dem Weg zu folgen, wenn ich einfach nur diese, wenn der Weg nur in dieser einen Playlist ist. Und ich will ja dann aber auch nicht, wenn jemand wirklich nur eine Playlist guckt, dass er mit weniger Informationen rausgeht als in einer anderen Playlist. Deswegen habe ich die Hintergrundinformationen teilweise doppelt erwähnt. War für euch vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, gerade jetzt vielleicht auch die letzten Folgen, wo wir dreimal mit Leto geredet haben. Mag vielleicht ein bisschen langweilig gewesen sein, kann ich auch verstehen. Aber habe ich halt gemacht, damit jede Playlist theoretisch für sich stehen könnte, dass das quasi drei verschiedene Let's Plays sind. Dementsprechend habe ich das so gemacht. Ich hätte das Let's Play natürlich auch anders aufziehen können. Beispielsweise hätte ich auch noch sagen können, wir entscheiden uns für einen Weg und den nehmen wir dann. Aber ich hatte das nicht ganz so gut gefunden, weil dann hätte man wichtige Charaktere nie kennengelernt. Und ich denke, auch wenn man den anderen, also wenn man beispielsweise den Roche-Weg ins Spiel importiert in The Witcher 3, dann werden, denke ich, trotzdem ab und zu ein paar Sätze über Japen, Zikrin und Skalen, Burden und so fallen, weil die einfach davon ausgehen, dass man trotzdem beide Wege gespielt hat und die Person theoretisch beide kennen sollte, auch wenn Geralt sie eigentlich ja nicht kennen dürfte, aber ich denke mal, so genau nehmen sie es dann auch nicht. Generell muss ich aber sagen, dass ich hoffe, dass das wieder genauso gut wird mit dem Übernehmen der Safe Games wie in The Witcher 2. Also es waren jetzt keine großen Auswirkungen, die das gemacht hat, aber es waren immer so kleine Anspielungen, wie eben zum Beispiel, dass Ada jetzt die Frau von Radovid ist, oder wenn man Siegfried damals zum Beispiel geholfen hätte, wäre Siegfried jetzt der Großmeister, dann hätte man den teilweise auch wieder treffen können. Sind ein paar gute Sachen, hoffe, das wird wieder so gut, und ich glaube, die Credits sind so ziemlich zu Ende. Dann würde ich sagen, sage ich hier an der Stelle auf Wiedersehen.
Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Und die nächsten Projekte, das will ich jetzt an der Stelle nur kurz sagen, die werden dann erst im neuen Jahr kommen. Macht euch ein paar schöne Feiertage über Weihnachten und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.